Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Studies for Future Forschungseinblicke. Wenn ihr wissen wollt, warum wir das hier eigentlich machen, schaut doch gerne mal die Folge 0 auf dem Blog oder bei YouTube an. Heute habe ich die große Freude, mit meiner Kollegin Elsa Egerer über ihre Forschung zu sprechen. Hallo Elsa. Hi, hallo Sebastian, ich freue mich voll. Cool, dass du mitmachst. Vielen Dank. Sag mal, woran arbeitest du denn gerade an der Posaunus Hochschule? Ich arbeite in einem Forschungsprojekt, das da heißt Finanzwende für Resilienz und Nachhaltigkeit. Großer Titel, große Frage. Ja. Es geht um das Thema sozial-ökologische Transformation und die Rolle des Finanzsektors dabei. Und diese, ja, also das ist eine tolle Ambiguität, die dieses Projekt hat, weil es halt eine riesige Fragestellung hat, was wahnsinnig herausfordernd ist und gleichzeitig aber auch den Anspruch hat, ins Konkrete zu kommen. Ich finde das aber eigentlich toll, dass wir so einen holistischen Forschungsansatz haben, aber lass uns da später noch gerne mehr zu sagen. Vielleicht noch mal ein bisschen was zum Kontext von dem Forschungsprojekt. Gerne. Also angeschoben wurde das Ganze von Reinhard Loske. Mit dabei sind Fritz Freidorf und am Anfang war noch Johannes Hein dabei, jetzt Franz Reibestein als studentische Mitarbeiter und Stefan Panther hat jetzt die Projektleitung übernommen. Vielleicht nochmal so ganz kurz, so wie das normalerweise ist, also als WIMI oder wissenschaftlicher Mitarbeiter, ist das so, dass man meistens in einem Drittmittelprojekt mitarbeitet. Und entweder, das ist auch häufig der Fall, man hat das Projekt sozusagen mit angeschoben, also mit irgendwie den Forschungsantrag gestellt. Das war jetzt bei mir nicht der Fall, sondern ich habe mich eben auf eine Stelle beworben und fand das ganz toll, weil ich das wahnsinnig spannend fand und das auch irgendwie gut zu dem gepasst hat, was ich bisher gemacht hatte. Genau, also so bin ich in dieses Projekt kommen. Das heißt, da gibt es dann schon ja, einen Forschungsantrag, wo auch schon drin steht, was eigentlich gemacht werden soll. Und wir machen in dem Projekt sehr viel. Ich werde jetzt hier nicht inhaltlich über alles zu sprechen kommen, aber vielleicht kann ich dir mal so, ja, so ein bisschen versuchen, das noch ein bisschen mehr runterzubrechen, an was ich so inhaltlich arbeite. Soll ich das gerade mal machen? Ja, Ja. gerne, gerne. Ja, also ich habe mich noch ein bisschen mehr fokussiert auf die Frage, wie man den Finanzsektor jetzt als Vehikel, als Mittel denken kann, um zu so einer postfossilen Wirtschaft zu kommen, also die große Transformationsfrage. Daraus ergeben sich, also zum einen habe ich mich ziemlich intensiv auch mit der Frage der Methodologie auseinandergesetzt, aber das nur am Rande. Aber jetzt bezüglich jetzt der inhaltlichen Fragestellung gibt es so ein bisschen so eine Dreigliederung. Also zum einen gucke ich, was ist denn eigentlich da? Also man könnte es sich so vielleicht vorstellen wie eine Kartografie oder ein Akteursmapping, ne? Wer sagt da eigentlich was? Wer ist da aktiv? Und da ist tatsächlich wahnsinnig viel Dynamik drin. Und das dann aber auch ein bisschen zu gucken, also auch zu dekonstruieren, ne? Die Argumente. Kann man auch viel drüber stellen. Ich habe dazu einen kleinen Blogbeitrag geschrieben, findet sich auf Studies for Future. Und das andere, wo ich noch ein bisschen tiefer reingeguckt habe, ist diese Wirkungskette. Weil die Idee ist ja, wenn ich sage, ich will über den Finanzsektor lenken, ja, wie passiert das eigentlich? Wie ist das eigentlich bei einer Finanztransaktion? Was passiert eigentlich bei der nachhaltigen Geldanlage? Hat das Wirkung? Wieso hat das Wirkung? Was vielleicht nicht? Oder indirekt? Kann man das messen? Kann man das nicht messen? Solche Fragen. Und schließlich, und das ist für mich dann schon das Herz, darüber nachzudenken, was heißt das für Politikmaßnahmen? Ne? Was könnte man machen, um wirklich dazu zu kommen, dass der Finanzsektor eben zu so einer postfossilen Transformation beiträgt. Total spannend. Jetzt brauche ich auch gar nicht mehr fragen, warum das relevant ist, weil das liegt auf der Ja. Hand. Aber vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen über euren Forschungsalltag. Ich glaube, ihr macht es ja auch so ein bisschen transdisziplinär, ne? Ihr trefft, also vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie das Ja. konkret aussieht in der Praxis. Ja, und ich finde deswegen auch dieses Format so toll, weil ich brenne immer so total dafür, davon zu Merkt erzählen und man. darüber ins Gespräch zu kommen, weil mich das auch wahnsinnig umgetrieben hat. Weil ich habe das schon so ein bisschen so empfunden, dass ich da wie in so einem Dschungel stehe und mir fehlt so ein bisschen der Plan. Ne? Was mache ich da jetzt? Weil das, was wir machen, ist schon was Neues, würde ich sagen. Ne? Also weil, und deswegen vielleicht nochmal ganz kurz so ein bisschen Meta, aber kurz, ich versuche es kurz zu halten. Also wirtschaftspolitische Forschung, ne? Also ein Ansatz, wie man das sonst machen kann, ist so ein bisschen, dass man sagt, also das kennen wir auch vielleicht mit der Makroökonomik, ne? Dass man sagt, okay, ich hab ein Modell das füttere ich mit Daten und dann drehe ich sozusagen an einer Schraube ein bisschen was und dann gucke ich, was da rauskommt, ne? Das ist das ein Ansatz, was man machen kann. Ich will das jetzt gar nicht sozusagen groß kritisieren an der Stelle. Ich will nur sagen, wir sind
einen Schritt vorher sozusagen. Weil bei uns ist es so, dass wir erstmal überlegen, was für Politikmaßnahmen könnte man denn machen? Ne? Was macht denn eigentlich Sinn vor dem Hintergrund dieser Frage, wie kommen wir eben in eine postfossile Wirtschaftswelt? Ne? Und was kann der Finanzsektor dazu beitragen? Und daraus merkst du schon, das haben wir eben nicht. Und deswegen fehlt uns auch die Datengrundlage, sei es jetzt ob quantitativ oder qualitativ. Also wir wollen jetzt was Neuem kommen. Und das sind dann eben für die Forschung, finde ich, ganz, ganz große Herausforderungen, aber auch wahnsinnig spannende Fragen. Also wir haben dann so ein bisschen geguckt, was machen denn die anderen? Ne? Transdisziplinäre Forschung, da gibt es ja auch schon einiges. Aktionsforschung, es gibt Design Thinking. Und häufig ist das aber eher so ein bisschen so, dass ich mir ja eine kleine Organisation oder sowas anschaue. Ne? Und wir sind ja eher dabei, dass wir sagen, ja, wir wollen Vorschläge machen, wie man die Hausordnung von Eukos, ne, von Wirtschaft so ein bisschen anpassen kann. Das ist halt ein anderer Ansatz. Genau, und das ist irgendwie ja wahnsinnig spannend, aber auch so ein bisschen herausfordernd. So, was kann ich jetzt machen? Ich kann natürlich mit den Leuten ins Gespräch kommen. Ne? Das ist ja auch eine Form von Empirie. Ich kann die Leute fragen, was denkt ihr denn? Was wäre denn hilfreich? Und da halt mit Expertinnen und PraxispartnerInnen ins Gespräch zu kommen. Und genau das haben wir gemacht. Also wir haben qualitative Interviews geführt mit Leuten aus der Praxis. Und zwar zum einen eher konventionelle FinanzmarktakteurInnen, aber eben auch NGOs. Genau, und Leute, die das vielleicht auch ein bisschen kritischer betrachten zum Beispiel. Und dann haben wir eine qualitative Inhaltsanalyse gemacht. Also man schreibt dann auf, was haben die alle gesagt. Ne? Man scannt das ein bisschen durch. Es ist so, läuft so unter dem Begriff Codierung, also dass ich irgendwie gucke, was ist so Gemeinsames. Und das ist für uns aber so ein iterativer Prozess. Also wir gucken immer wieder auf diese Interviews und haben die nicht einmal ausgewertet, sondern nehmen darauf immer wieder Bezug. Aber was wir schon festgestellt haben, ist, ja, jetzt haben wir eine Grundlage, aber irgendwie so für diesen Anspruch, zu sagen, wir wollen jetzt wirklich Gestaltungsvorschläge machen, wie kommen wir da hin? Haben wir natürlich ganz viel Futter und wir haben ganz viel gelernt, aber es reicht uns irgendwie noch nicht. Ne? Dann haben wir noch einen zweiten Schritt gemacht. Und das ist auch so ein bisschen inspiriert von McCloskey. Weil das Thema ist eben das, dass ich mich immer wieder gefragt habe, wenn diese Standardkriterien von Forschung, na, dass ich sage, ich arbeite empirisch und deswegen mache ich mich so ein bisschen uneingreifbar, ne? Du kennst das Thema, wenn wir das nicht mehr haben, was können wir denn machen, um trotzdem in Zukunftsbezogenheit kommen? Und eine Idee war, was wir gemacht haben, dass wir dann gesagt haben, okay, lass uns doch nochmal ins Gespräch kommen mit den PraxispartnerInnen, mit unserem fachlichen Begleitkreis, und stärker nochmal von dieser Frage der Gestaltungsorientierung her denken. Und in diese Gespräche haben wir auch vorneweg so ein Fokuspapier mit reingegeben. Und die Idee war dann, dass wir über das Gespräch auch eine Güte des Arguments sozusagen herstellen können, dass wir miteinander um Gestaltungsvorschläge ringen und im Gespräch vielleicht noch besser dahin kommen, zu verstehen, was wirklich Wirksamkeit in Richtung Transformation entfalten kann. Also das sind so diese zwei großen Strömungen, wo wir Material und Futter quasi haben, auf der Grundlage wir dann Gestaltungsvorschläge machen. Und dann ist es natürlich ganz viel Lesen, ne? Also akademische Literatur, aber vor allen Dingen halt auch, was NGOs schreiben, ne? Weil die sind eben per se ein bisschen gestaltungsorientierter unterwegs. Das klingt total spannend, das ist so eine sortierende Tätigkeit, aber auch dieses Rückspielen, also üblicherweise hört ja ein Forschungsprojekt auf nach dem Interview, dann wird das ausgewertet und dann sozusagen kommt der schlaue Akademiker, die schlaue Forscherin und macht einfach sozusagen sich da irgendwie einen Reim draus und ihr spielt das jetzt aber nochmal zurück, ne, das ist so eine weitere Schleife, das finde ich total spannend und auch total nachvollziehbar. Ja, das haben wir gemacht. Mein Gefühl war, es hätten wir noch viel öfter, also wir bräuchten jetzt noch viel mehr schleifen, ne? Aber du hast natürlich auch einen begrenzten Zeitraum für dieses Forschungsprojekt. Aber für mich war immer schon wirklich diese Idee, wir wollen auch konkrete Gestaltungsvorschläge machen. Und das war einfach noch nach dieser ersten Interviewrunde noch so ein bisschen unbefriedigend. Deswegen fand ich das voll gut, dass wir diese zweite Runde eben auch nochmal machen konnten. Ja. Verstehe. Vielleicht zum Abschluss, die Zeit geht immer ganz schnell rum bei diesen Gesprächen. Ich könnte noch sehr lange mit dir sprechen. Wir sprechen einfach gleich weiter. Aber vielleicht magst du noch einen
besonders spannendes Ergebnis oder vielleicht einen dieser Gestaltungsvorschläge, irgendwas noch, was du sozusagen als Ergebnis, ist noch nicht ganz vorbei oder ganz fertig, das Projekt, wenn ich es richtig verstanden habe, aber ihr habt ja schon sozusagen vorläufige Ergebnisse. Gibt es da irgendwas, was du hervorheben würdest? Also, was mich immer wieder fasziniert und was mich auch da erneut fasziniert hat, ist das viel, das ist jetzt ja ein bisschen vielleicht auch aus den Interviews, aber vor allen Dingen auch basierend auf der Recherche, die wir gemacht haben. Weil was ich schon gemacht habe, ist, dass ich halt auch wirklich gucke, also diese nachhaltigen Finanzprodukte, ne? Ich gucke dann auch hin, okay, wie ist denn das? Der ETF, MSCI World Paris Aligned, was macht der denn? Wieso sortiert er da was aus, ne? Und dann versuchst du das halt nachzuvollziehen. Und mein Eindruck ist, dass wir, also es fehlt so ein bisschen der, also du hast jetzt so zum Eingang gefragt, wieso ist das relevant? Und das ist wahnsinnig relevant, ne? Es passiert gerade super viel in Bezug auf Finanzmarktregulierung, aber es ist irgendwie so ein Themenfeld, wo, glaube ich, viele Leute nicht so einen Bezug zu haben, ne? Also das finde ich total spannend und für mich auch mit einer Herausforderung, dass ich mich als Forschende eben nicht nur so begreife, dass ich selber irgendwie neue Inhalte beitrage oder synthetisiere, sondern dass ich auch ein bisschen so eine Übersetzungsfunktion habe, und versuche, das, was da gemacht wird, so ein bisschen, ja, vielleicht runterzubrechen. Und irgendwie finde ich das bemerkenswert, dass von dieser, ja, Brisanz, die das Thema eigentlich hat, doch so wenig oder auch, ich finde, auch ein bisschen wenig kritisch, ja, medial berichtet wird. Also so ein bisschen dieses, dass es irgendwie nicht so ganz gut zusammengeht, mein Gefühl. Also ich meine, wir haben über die Taxonomie viel gesprochen, aber weniger sozusagen über die Frage, wie wirken überhaupt Finanzmärkte? Also das ganze Thema Finanzialisierung und so, das ist, glaube ich, für viele auch ein bisschen Blackbox. Und das finde ich super spannend. Ja, das kann ich nur unterstützen oder unterstreichen. Ich forsche auch zu Finanzialisierungsdynamiken. Das ist spannend und komplex zugleich. Und gleichzeitig ist es aber auch unsere Aufgabe so ein bisschen, weil dieses Komplexitätsargument ist ja auch oft ein politisches, ihr könnt das eh nicht verstehen, ne? Aber man kann Genau. das ist schon verständlich, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Und das ist dann vielleicht auch die Aufgabe von uns, die dafür bezahlt werden. Genau. Also es gibt noch ganz viel zu forschen. Ich wünsche euch erstmal ganz viel Erfolg beim Abschluss des Projektes. Vielen Dank, dass du uns ein Danke. bisschen Einblicke gegeben hast. Und in der nächsten Folge sprechen wir mit Daniela Gottschlich. Also Spannend. bleibt dabei. Ciao. Ja, danke dir. Tschüss.